So, wir kommen zurück zu Dishonored, dem Spiel, wo wir gerade erfolgreich die Bank ausgeraubt haben. Verdammt, falsche Taste. Aber jeder Bank, aber kein Bankraub ist erfolgreich, wenn man nicht noch am Ende kommt. Wagen? Achso, ja, gut. Ich glaube, prinzipiell fahre ich besser damit, wenn ich nach da laufe, oder? Kann ich mich irgendwo da hinten draufstellen? Nee. Was? Achso, endgültige Schließung, ja. Sieht mich hier irgendjemand? Vielleicht der Typ ist gerade am rumpatrouillieren. Vorne sind die Typen alle bewusstlos, oder? War doch so. Ich hätte jetzt gleich mitten in irgendwelche Gegner reinrennen, das wäre ärgerlich. Das finden so viele Leute, die Natur gar nicht mehr wahrnehmen. Ich nehme die Natur sehr gut wahr, wenn ich meine, ja wäre, aber hier in der Stadt ist halt echt. Du kannst die Natur echt an der Hand abzählen. Da unten ja so ein Deck. Hä? Standen hier gerade noch eine Frau rum? Hier, die. Ich möchte nicht reden. Ja, ich auch nicht. Na, dann gucken wir uns mal die Erfolgskontrolle an. Ich nehme mal an, Daut ist wirklich tot. Das ist eigentlich schon ein guter Screenshot-Moment, oder? Wenn ich jetzt noch Anti-Aliasing an hätte, wäre es sogar noch besser. Hab ich Nein, ich will kein Tutorial sehen. Ich will Anti-Aliasing anmachen. Danke, bitte. Hab ich das echt nicht an? Ich hab Anti-Aliasing an. Sieht jetzt nicht direkt besser aus, ne? Ja, es hat schon was. Ist das hinten nicht nur schon ein Schub? Ne, ist er nicht, aber der war irgendwo da hoch, den Hügel hoch. Das ist das, glaube ich, Hindustan-Schuppen. Schuppen. So. Hier war mitten im Eingang so eine Tür, künstliche Hecken und da die Spatzen noch gebrütet. Das ist keinem aufgefallen. Möchte aber sagen, den Leuten fällt das Zeug nicht auf, was über rumkriecht. Ich sehe auch was aus dem Fenster. Ja, gut, du bist doch quasi Rentnerrock. Natürlich guckst du aus dem Fenster. Das ist. Tja. Ich wollte gerade was zu Insektensterben sagen, aber was? Geisterhaft nie entdeckt? Nein! Nein! So ein Mist! Ich, nein! Echt? Nur ein einziges Entdecken von allen Dingen, die ich getan habe? Das ist echt lächerlich. Na gut. So, wir haben. Was? Ich habe noch einen Artefakt übersehen? Nein! Nein, wirklich. Aber ich habe so gut wie alles Geld mitgenommen. Das ist schon mal viel wert. Mehr als sonst auf jeden Fall. So, die ganzen Nebenquests haben wir auch alle gemacht. Janet hat heute mal den Bankdirektor. Das heißt, nicht erwischen lassen und niemanden verletzen. Tja, ein Paradies für Taschendiebe. Den Nerven Dr. Gavanis Tresor gestohlen. Die Bank hat mit der Monddiktor betäubt. Das Gemälde von Lieferanten Brut geklaut. Die Nachrichten, die ohne von ihm bemerkt sind, dass die Nation von los Marcus Bank, du hast die Adresse aus mir. Unentdeckt zu hören. Ja, die Adresse ist wahrscheinlich. Schade, dass wir zu den ganzen Nebenstorys nie ein Follow-up hören. Die Spatzen wollen noch nicht gesehen werden. Das gestohlene Dokument. Ach, jetzt kommen wir direkt zum Konservatorium. Eleutherozin Fegus, ein ehemaliges Mitglied der Augenlosen, hat wichtige Dokumente gestohlen, die von einem Zugang zum Nichts handeln, um sie ins Kersity-Konservatorium geschickt. Finde einen Weg hinein und suche dieses gestohlene Archiv. Toll, das ist wieder Level wiederverwendet. Naja, Steff, das ist aber auch nicht richtig. Das Ding ist, nicht die meisten Leute hetzen durchs Leben. Das gibt, klar, es gibt Leute, die nur schnell machen, aber die meisten Leute machen halt ihr tägliches Zeug. Das ist halt. Das würde ich jetzt nicht direkt als Hetzen beschreiben. Das ist. Das Feuer brannte die ganze Nacht. Verbarg die Sterne. Was? Und Wasser zischte, als sich mein altes Schiff unter seinem Leichnam schwärzte. Daut. Endlich tot. Wie viele wollten dich töten und sind nie weiter herangekommen als ich? Wie hoch war dein Kopfgeld, alter Mann? Jetzt kann nur noch das Nichts es kassieren. Jahrelang habe ich auf das Zeichen des Outsiders gehofft. Doch er gab mir das Messer, das ihn erschuf. Eine Waffe, die ihn auch vernichten könnte. Ich verstehe seine Motive nicht.
aber ich weiß, was Daud wollte. Und wenn er auf ewig im Nichts wandeln muss, kann ich ihm vielleicht Frieden bringen, indem ich dies beende. Lachte der Outsider, als die Dreadful Whale brannte? Oder sah er wie ich nur zu? Es war ein prächtiger Scheiterhaufen. Leb wohl, Daud. Ich bringe dein Werk zu Ende. Das Schiff, das mich viele Jahre lang begleitete, verbrannte in wenigen Stunden. Daud ist tot. Und mit ihm Megan Foster. Was ist denn jetzt Secret hier aufgeschlagen? Einer der Augenlosen, ein Maler und Apotheker, hat Informationen über den Zugang zum Nichts gestohlen. Sein Name war Cien Fuegos und er war besessen wie alle anderen. Aber er ging zu weit. Bevor ihn die Augenlosen töteten, schickte er das Gestohlene an die Kuratorin des kaiserlichen Konservatoriums. Wer weiß, vielleicht hätte sie ihm helfen können. Die Kuratorin ist weg, aber was Cien Fuegos ihr geschickt hat, ist noch da. Der Jedermannsorden hat übernommen. Jetzt suchen Aufseher und Ordensschwestern nach Anzeichen von Ketzerei. Ich muss die Überreste des Apothekerarchivs finden, bevor sie das Konservatorium auf den Kopf stellen. Ach, ne, treffen wir zumindest mal die Ordensschwestern. Das ist ja nicht alles so Gemälde. Was? Kein Tabak mehr? Kein Schnaps mehr, keine verschlafene Murmel von Daud mehr. Ich hielt den Rattentalisman fest und hoffte, noch einmal Daedos Gesicht zu sehen. Aber jetzt hoffe ich, dass letzte Nacht das letzte Mal war. Als sie zu mir kam, lächelte sie und ich wusste, dass sie mir immer noch etwas verraten wollte. Zuerst küsste sie mein lebloses Auge, dann zeigte sie mir, was sie in ihren Rücken versteckt hielt. Es war Dauds Hand, abgetränkt am Gelenk, das Zeichen des Outsiders hineingeritzt. Ich sah zu, wie sie den Kopf neigte und auch dieses kalte Fleisch küsste, während sie die ganze Zeit in dieser Sprache wisperte, die ich bisher nur im Nichts gehört hatte. Dann ließ sie die tote Hand fallen. Sie sank in die Schwärze und verschwand. Hat mir das der Outsider gezeigt? Benutzt der Daedos Gesicht, ihre Hände, ihre Haare, Dinge, die ich mit niemandem geteilt habe, sondern mein Herz da eingeschlossen habe? Wenn ja, dann weiß ich nicht, warum. Und ich weiß auch nicht, was für den alten Mann bedeutet. Ich glaube nicht, dass er Frieden gefunden hat. Nicht einmal jetzt. Ich bringe zu Ende, was du begonnen hast, Out. Gang of Black is known as the real last of the criminals in the period. Passierte direkt ein Kopfgeld für ihn oder so. Das müssen wir erstmal übrigens den wichtigen Teil hier machen. Wir müssen erstmal Knochenartefakte weghauen. Was haben wir das hier? Wenn ich dich bei nichts an uns hier, na gut, das bringt mir eigentlich gar nicht so viel, ne, der Springkorsch. Du bist schnell, wenn du gehst oder rennst. Na gut, das behalten wir noch. Geschwindigkeit ist erhöht. Das Ding ist, die meisten Artefakte, die ich irgendwie habe, sind schwarze Artefakte. Es gibt nicht mal so viele Artefakte, die ich irgendwie großartig... Man, das hier kann ich auf jeden Fall verballern. Also ich kenne prinzipiell kann ich alle Artefakte verballern. So, was ist das hier noch? Du kannst vielleicht mit deutlich mehr Kraft stellen. Das ist vielleicht noch sowas nutze, die Gegner stellen. Das brauche ich nicht. Tugler verbrauchen weniger Energie, das ist nichts. Am Haken hängen, Ziel verstummen in der Luft. Ich hänge halt nie Leute an Haken, ne? Doch gut, kein Gegner im Kampf, kurzzeitig blenden. Ja, das ist, wird nicht passieren. Denke schon, ja, den Kistenring brauchen wir auch nicht. So. Das bringt nichts. Dunkle Macht, wenn er Kampf ist hier schnell. Das ist vielleicht noch ganz nützlich. Und ja. Mehr Kraft dafür langsam angreifen ist noch nicht. Jetzt ich den. Das ist so gerade. Das ist halt irgendwie nicht so richtig toll. Größeren Schaden. Boah, jetzt zerbrechen wir auf. Ich dachte, die zerbrechen immer. Na gut. Du bist Dinger für Gegner sichtbar. Soll ich auch nie benutzen. Kein unsichtbar. Was? Schön glaubt er, du bist beim Lehnen leicht zu sehen. Tja, das bringt mir halt auch nichts, ne? Hallo, Markus. Lange nicht gesehen. So, kann ich das herstellen ohne hier gleich Gefahr des Verderbensmittel? Ah ja, beim Pasu. Du hast dich noch einen Sturz schneller. Das hört sich dann nicht ganz günstig gut an. Ich stürze jetzt zwar nicht so oft, aber ich bin nicht viel anders. So. Mittlere Chance, dass es schief geht. Mittlere Chance. Das klingt übrigens so, als nach Laden und Speichern. Ach ja, Leute. Ich sollte, glaube ich, tatsächlich Laden und Speichern vorher. Ich habe zwar 60 Dingens, aber man weiß ja nie. So. Nächstes Knochen. Was brauchen wir noch? 4 Eigenschaften. Was können wir noch machen? Dann die Geschwindigkeit ist leichter. Das bringt mir halt auch irgendwie nichts. Vor allem, und wie habe ich die Hälfte der Sachen noch nicht gefunden? Effekt, Beteiligung verursacht etwas mehr Schaden. Ja, pff.
weiß zwar nicht, wie oft ich mit Votalgeschüssen irgendwelche Leute töten möchte, aber von mir aus. Wenn mir sonst nichts einfällt, was ich herstellen kann, machen wir es halt einfach mal. Ich habe irgendwie einfach, wie sich dieses Crafting-System ausgedacht hat. Also die Tatsache, dass sowas fehlen kann, weil das ist halt irgendwie relativ egal, wenn was fehlt, weil dann ist es halt so. Naja, nicht kraftvoller. Na ja, gut, dann ist kraftvoller. Was habe ich hergestellt? Du hast dich noch einen Schutz, aber schneller, ja. Immer noch Kraft. Da ich so viele schwarze Knochenartefakte habe, ist auch ein bisschen sinnfrei. Naja. Was haben wir hier noch? So Dinger wie die Bank haben wir oft gedreht. Häuser überwachen. Schlüssel klauen. Diener bestechen. Und während der Warterei unsere Klingen schärfen. Du warst stolz auf unser Potenzial. Das wusste ich. Ich habe nie von meiner Zeit in Kanaka erzählt. Wie ich nach Dunwall kam. Wie mich der Outsider zu dem machte, der ich war. Jetzt blicke ich zum letzten Mal aufs Wasser hinaus und weiß, nichts davon ist wichtig. Wer ich war, wird mit mir sterben. Was bleibt, sind deine Erinnerungen an mich. Du warst meine beste Schülerin. Und ein Verrat zu erwarten. Bei unserer Art von Leben war es nur eine Frage der Zeit. Aber jetzt muss ich mich erneut auf dich verlassen. Du hast, was du brauchst. Du weißt, was zu tun ist. Es wird Zeit, Billy. Töte den Outsider. Befreie die Welt von dieser schrecklichen Macht. Nach allem, was wir getan haben, was sie uns angetan hat. Mein Tod hätte blutig sein können. Doch nun trinke ich Whisky auf deinem Schiff und warte auf mein Ende. Könnte schlimmer sein, danke, Billy. Und leb wohl. Hm. Einmal abgetreten. Das wussten wir schon. Blick ins Jenseits. Illyturius Infegos, Apotheker, Maler und Bewohner des oberen Syrerbezirks, steht im Mittelpunkt der neuesten Ausstellung der Künstler Kanakas in der Galerie Carambola. Zeng Fegos brachte sich das Malen selbst in ein kleines Studium über seine Apotheke bei und besitzt ein gutes Händchen für Farben, Form und Technik. Das Faszinierende an dieser Ausstellung ist jedoch das Thema selbst. Die beeindruckendsten Gemälde entstammen einer Bilderreihe, die der Künstler Impressionen aus dem Nichts nannte. Grobe Landschaften aus schwarzen Steinen sind mit traumartigen Figuren auseinandergereiht. Sie bestehen aus langen Pinselstrichen, die wirken kantig und anmutig zugleich, und den Betrachter versinkt völlig in der Szene. In einer Stellungnahme sprach Sinfuegus über seine ungewöhnliche Themenwahl. Das Nichts ist in unserem Leben immer da und trotzdem wissen wir nichts darüber. Es bleibt im Ort der Träume und Erinnerungen. In meinen Werken habe ich versucht, einen winzigen Teil dieser immerwährenden Geheimnisse darzustellen. Die Galerie Carambola wird durch großzügige Spenden von Dolores Michaels, Direktorin der Michaels Bank, fürs Einlagen und Kredite unterstützt. Manche sind auf eine Sache fixiert und kommen nie davon los. Cienfuegos wollte das nicht sehen. Vielleicht sieht er es jetzt. Wer weiß, Dolores Tagebuch. 10. Tag, Monat des Holzes. Bevor ich in Sterblichkeit erlangen kann, muss ich das Fiasko beseitigen, das Sinfuegos angerichtet hat. Der Outsider soll diesen Verräter holen. Der Kult darf nie erfahren, dass er mir die anvertrauten Dokumente gestohlen hat. Wenn die Informationen über ihren geheimen Zugang zum Nichts in die falsche Hände gerät... Das haben wir schon gelesen. Den Schwester, Trüssung, ne? In einer außergewöhnlichen Wende der Ereignisse entsandte der Jedermannsorden mit der Orden des Orakels für die Untersuchung an das kaiserliche Konservatorium. Die Leser erinnern sich sicherlich an die plötzliche Schließung des kaiserlichen Konservatoriums aufgrund eines Milbenbefalls im letzten Jahr. Dies erklärt jedoch weder die Anwesenheit der Garde rund um die Uhr, noch die der seltsamen Frauen, die im Gebäude und in dessen Umgebung gesehen wurden. Da der Orden seine geheimsten Mitglieder schickt, lässt sich daraus lediglich schließen, dass ein schwerwiegendes Ereignis stattgefunden haben muss. Heute, am frühen Morgen, wurde beobachtet, wie die sogenannten blinden Schwestern gemeinsam mit einigen Aufsehern das kaiserliche Konservatorium betraten. Als sie um einen Kommentar gebeten wurden, antworteten die Schwestern des Ordens des Orakels nicht und der Journalist wurde gewaltsam dazu aufgefordert, den Bereich zu verlassen. Seitdem brennen große Feuer auf der Straße und offensichtlich wurden Teile der einst eindrucksvollen Sammlung des kaiserlichen Konservatoriums bereits verbrannt. Aus Sicherheitsgründen wurde der Zürcher Gartenbezirk auf Befehl des Jedermannsordens abgeriegelt und die Bewohner werden gebeten, die Anordnung der Aufseher Folge zu leisten. Sogar der Orden des Orakels ist hier. Seltsam. Sie verlassen fast nie ihre Kapellen. Ja, vor allem, die haben bestimmt wieder total tolle Fähigkeiten, womit sie mich sehen können, wenn ich rumteleportiere. Das spüren, sobald ich auch nur eine Fähigkeit benutze.
Vor ein paar Monaten wurde das Konservatorium plötzlich geschlossen. Der Orden untersucht gerade, welche schwarze Magie praktiziert wurde. Alle. Deswegen wahrscheinlich gab es ein paar Ausstellungsstücke, die vorher schon da waren. Nur der Outsider weiß, wie lange die Augenlosen ihr Versteck geheim gehalten haben. Ich werde es finden. Tja. Edelmeier, Edelmeier Station. Point Abele. Grand Palazzo. Point Abele. Hm. Abelo ist übrigens der Großvater. In Spanisch. Ist hier noch? Nichts. So, wo bin ich denn hier überhaupt? Bin ich hier nebenan gleich oder bin ich... Gute Arbeit, Bruder. Wir müssen noch die ketzerischen Texte dokumentieren, die wir verbrannt haben. Und fertig. Wo ist das Listenbuch? Hier auf der Bank. Keine Sorge. Ich habe schon alle verbrannten Bücher notiert. Wir sollten nachsehen, ob Schwester Rosewind Hilfe braucht. Sie hat verstörende Objekte im Büro der Kuratorin. Aus dem Feuer ist nichts zu retten. Alles verbrannt. Oh, was denn? Im Listenbuch steht vielleicht, ob das, was ich suche, noch da ist. Mehr seltsame Heilmittel gegen Impotenz? Ich habe genug Rezepte mit, man nehme eine Alraune fürs Leben gesehen. Nein, das war was anderes. Schwester Rosewind hat das Versteck des Archivs in einer Vision gesehen. Sein Inhalt hat sie beunruhigt, meinte Bruder Diaz. Sie hat geflüstert, das könnte den Orden zerstören. Was? Hör auf damit! Das ist fast schon Frevel! Also so Ortsbruder zu seinem ersten, hat man ein bisschen lesen können, wie die so ausgebildet werden. Muss schon nicht so geil sein. Ich bräuchte aber trotzdem das Buch, aber ich würde eher ungern runterfallen. Mein Herz prüft. Ja, ja. Dein Herz. Gewiss doch. So, wer ist denn hier alles? Der da? Ist nur er? Wo ist der andere Kumpel, den er gerade noch hatte? Da war einer. Hier ist einer. Noch mehr relevante? Solchen Geist? Interessiert mich überhaupt nicht. Das war's? Hey, hier drüben! Guten Tag! Was wollen Sie? Es geht um einen Lonnie. Er ist in das Gebäude rein mit dem roten Poster. Er wollte dort nur kurz was nachsehen. Das war schon vor Stunden und er ist noch nicht zurück. Mit den ganzen Aufsehern überall. Ah, ich bin mir sicher, dass was Schlimmes passiert ist. Sie sehen kräftig aus. Warum sehen Sie nicht selbst nach? Das geht nicht. Ganz schön praktisch. Ich habe versprochen, hier zu bleiben. Außer Gefahr. Ist klar. Man hat gesagt, es darf nicht uns beiden was zustoßen, weil... Ach, bitte, können Sie nachsehen? Ich werde mich erkenntlich zeigen. Total. Bestimmt doch. Wohnung? Ach so. Ach ja, das ist den Eingang, den kenne ich. Bestimmt Blutfliegen, nehme ich mal an. Also, immerhin habe ich Arbeit. Im Gegensatz zu ihm. Arbeit. Das ist immer wieder seltsam, wenn man sich in seinen Selbstwert durch die Arbeit definiert. Aufmachen! Wir wissen, dass Sie da drin sind! Ergeben Sie sich, dann entgehen Sie der Strafe für unbefugtes Betreten! Wir übergeben Sie nur den Mund. Aha. Aufmachen! Machen Sie die verdammte Tür auf! Er kann nicht ewig da drin bleiben. Ein glitzerndes Ding. Denkst du, er ist durch die Hintertür geflohen? Das ist eine Bar. Nein! Öffnen Sie die Tür. Liebe Lonnie, ich habe über unser letztes Gespräch nachgedacht. Du meinst, dich zerreißt es, dass du Courtney keinen ordentlichen Antrag machen kannst, weil dir dein Ring fehlt. Tja, mein Boss musste einen Haufen Schmuck in einer Wohnung zurücklassen, als sie die Syriergärten unter Quarantäne gestellt haben. Wenn ich mich hier richtig erinnere, ist darunter auch ein Ring, den du für einen Antrag verwenden könntest. Zumindest bis du einen Schulden gefunden hast. Sieh jetzt erstmal ein Hochzeitsgeschenk für euch beide an. In Liebe, Marosia. Oder wir brechen sie auf. Bleib, Bruder. Suche im Hinterzimmer. Sperr du den Weg. Du hast dich reingeschlichen. Aber wir finden dich. Ja, bestimmt doch. Wie sind denn das? Drei? Achso, na gut. Wir wissen, was du vorhast. Zeig dich, Verbrecher. Weil wir so selbstsicher sagen, wir wussten, was du vorhast. Als ob. Oh. Tot. Bruder Cardoza verlangt sicherlich einen Bericht. Zum Glück hat er noch nicht angefangen zu stinken. Hoffentlich war der Outsider nicht schneller. Tot. Tja. Tja, Loni. Bitte. Tut mir leid, er hat es nicht geschafft. Aber ich habe diesen Brief bei ihm gefunden. Bestimmt für Sie. Ach, nein.
Lonnie. Vielen Dank. Hier. Vielen Dank für Ihre Mühen. Das Angebot ablehnen. Das geht schon in Ordnung. Behalten Sie das. Ob das jetzt so klug war? Ich hatte den Einbrecher, tja. Hätte ich schneller sein können? Aber der war wahrscheinlich schon von der Weile tot, oder? Wo bleiben nur unsere Schwestern? Tja. Ich hoffe, die Schwestern bleiben noch eine Weile fern. Sehr seltsam. Mögen meine Brüder mehr sterben? Sind wir nicht eins? Ja, total. Wir sehen uns in der nächsten Folge.